Moin Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zur letzten Folge von FIFA 17 mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Ich bin der Blinkgestalt und wir spielen das letzte Spiel zu Hause in diesem wunderbaren Westfalenstadion, wunderschöne Arena. Borussia Dortmund dürfte heute selbst. Und wir spielen gegen Bremen. Ich weiß gar nicht, wo die aktuell stehen, wer da hier letzter ist. Wir werden nach der Partie logischerweise mal ganz kurz auf die Tabelle schauen, um einen Überblick zu bekommen, wer, wo, wie, wann, was, warum und wieso und weshalb. Aber jetzt ist der Fokus natürlich auf das Spiel Werder Bremen gerichtet. Ich habe die Formation entsprechend dem letzten Spiel ein bisschen angepasst. Ein wenig fremde Hilfe werden sie brauchen, die Gastgeber. Aber wenn alles gut läuft, dann stehen sie am Ende des Spiels auf einem Champions-Cup-Platz. Genau, wir haben noch die Chance, wir können an Leverkusen vorbeiziehen. Wichtig ist, dass Leverkusen dafür nicht einen Punkt holt. Sprich, sie müssen gegen Hertha BSC verlieren. Und dann können wir noch da vorne reinrutschen. Ich habe formationstechnisch, wie gesagt, alles so gerissen, wie es im letzten Spiel war. Ich habe Weigel 4-3-3 wieder mit dem Halten, was ich im letzten Spiel relativ gut fand, was sich gut angefühlt hat. Ich denke, ich werde das mal beobachten, wie das hier wird. Aber jetzt geht's los. Zack, zack. Reus, was? Mit knapp 25.000 Plätzen ist die Südtribüne im Signal Iduna Park zu Dortmund tatsächlich die größte Stehplatztribüne Europas. Und das mit einigem Abstand. Und natürlich entsprechend Schauplatz grandioser Choreografien, von der akustischen Power mal ganz zu schweigen. So, ich wollte ihn mal hier ein bisschen aussprechen lassen, weil das immer so ein bisschen zu kurz kommt, finde ich. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Da habe ich den guten alten Mann da mal kurz umgetreten. Ich hoffe, er wird es nicht zu übel. Pizarro. Wagfrede. Ja, ich rede schon wieder im Kreis um die Gegner rum, ist gut. Und er bringt den Ball rein. Oh, das könnte Möglichkeit offen geben. Und die Möglichkeit! Zur Ecke abgewehrt. Warum habe ich den denn nur geblockt? Ich habe die ganze Zeit versucht, den wegzukommen. Er blockt den Gegner die ganze Zeit. Das ist doch Quatsch. So, Donnarumma pflückt die Pille da. Aber hier ist aber nicht frei. So, gegen Bremen geht es jetzt wieder sicher nach vorne. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Und jetzt die Chance. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Was stolpert der denn da? Ich wollte da eigentlich jetzt den sicheren Pass bringen, der offensichtlich nicht so sicher war. Von dem her ärgerlich. Trotzdem, ich würde es hier letztendlich dazu tun. Gib die Pille her, ich hab sie. Schön gemacht, Götze. Und jetzt vielleicht über Götze. Marco Reus. Klasse, aufgepasst. Ziehst du mal durch. Ich habe im letzten Spiel, glaube ich, gesagt, dass ich mal gucken werde, dass ich ein paar andere Spieler vielleicht noch reinbringen werde. Es hat sich irgendwie nicht so ergeben. Ich habe mir gedacht, oh scheiße, jetzt wird es da doch nochmal eng, nachdem wir ja die große Chance haben, nochmal in die Champions League vielleicht zu rutschen. Götze! Dachte ich mir, nee, ich nehme lieber den sicheren Weg. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Schade. Jetzt ist der Ball dort auf richtig fett Druck machen können. Götze. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Ich habe gehofft, dass der allzu ober kommt, dass er da durchrennen kann. Hat sich nicht ergeben in dem Moment. Leider. Guerrero. Aber so ist Weigel. Es. Weigel. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Und wieder rennt Aubameyang nicht den Weg, den ich eigentlich erwartet hätte. Aber so ist es nun mal. Jetzt muss Sokrates jetzt Laufduell gegen Pizarro. Das ist natürlich auch ultra Sokrates spannend. Ich sag dann Bescheid, Marco, wenn das Rennen vorbei ist. Könnte gefährlich werden. Ui! Da pfeift der Schiedsrichter und hier statt muss dass er auch durchläuft, nimmt Aubameyang da den Fuß raus. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Die Spieler in der Mauer müssen aufpassen. Das könnte sonst eine Verwarnung geben. Marc Bartra. Der Angriff sah gut aus, aber dann nicht kommt so doch noch ein Gegenspieler sicher, was diese
Pässe da immer angeht, was da das Reinfallen ist. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt Götze. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Fairer Einsatz hier. Da wurde aber Weigel mal richtig schön in die Mangel genommen. Hoffen wir mal, dass das das einzige Mal so bleibt. Aber wir können hier Bremen extrem unter Druck setzen. Was mich sehr freut persönlich. Guerrero. Götze. Das könnte gefährlich werden. Er findet den Mitspieler. Aubameyang. Ui. Da ist er aufmerksam. Da musste ich aber ganz schnell abschießen, weil sonst wäre da ein Gegner dran gewesen. Und die Ecke ist jetzt sicher eine gute Gelegenheit. Und? Nichts. Sokratis am Ball. Und jetzt ein Schuss. Und nochmal Grimaldo. So wird das nix mit dem Punkt. Torwart faustet ihn weg. Faustet den Ball weg. Boah. Super. Voll Pisscheck. Was machst denn du? Vielleicht kriege ich jetzt nachher auch mal den Spieler, den ich dann wollte. Dann passt das alles, oder? So. Borussia Dortmund mit der Balleroberung. Sicher. Wir drücken und drücken. Götze. Es ist ein bisschen parallel zu... Oh, Marco Reus. Zu dem Spiel, das wirklich... Gute Idee. Also versuch den Doppelpass. Gesundheit. Das war ja auch ein... Und nun Götze. Ziemlich turbulentes Spiel. Wird das eine Torchance? Da kann er ihn stoppen. Ach, schade. Guerrero. Und Reus. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in diesem Chance zur Führung. Und schon wieder Weigel davon. Das ist ja verrückt. Unglückliche Aktion. Da hat ja wirklich gar nichts gepasst. Ich spiele 3-5-2. Den haut er mal deutlich daneben. Das ist durchaus mutig. Jetzt Götze. Gerade gegen die feilschnellen Angreifer hier aus Dortmund. Vielleicht der BVB. Steil gespielt. Philipp. Die Chance nutzt er nicht. Ah, der war so richtig mit Schmack ist da drauf gebolzt. Boom! Da hätte ich vielleicht noch ungefähr 10 Minuten Zeit gehabt, den Ball anzunehmen. Aber gut, das sah wenigstens gut aus. Philipp, der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Nein! Oh, passt ihn doch zu Auba. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Ja. Der Freistoß ist interesting. Very, very interesting. Gucken wir mal. Naja. Den wird er ab. Knapp über die Latte. Ecke jetzt also. Und vielleicht die Chance auf den Treffer. Aubameyang schießt. Korrekte Entscheidung. Oh, schade. Da war er, wenn auch knapp, ich dachte, das wäre ein Elfer, wo er gepfiffen hat. Aber in dem Fall abseits. Wir lassen hier Bremen keine Ruhe. Bagfrede. Aber. 3 Minuten gibt es noch zusätzlich in dieser Partie. Oh. Nein! Es ist doch immer das Gleiche. Ja, jetzt ist das Zettel offen. Aber Bremen bolzt das Ding eigentlich nur weg. Was macht denn der schon wieder? Das sind die Schützenhilfe. Bartels. Wird's jetzt gefährlich? Schon wieder. Und keine Pause! 0:0, also im letzten Saisonspiel. Ich habe übrigens, falls noch keinem aufgefallen ist, die Leibchen gewechselt. Wo ist Leverkusen? Bayern 04. Führt 1:0 gegen Hertha. Das ist natürlich nicht das Ergebnis, das ich mir wünsche. Hertha müsste jetzt 2 Buden schießen und wir müssten. So, jetzt geht's endlich weiter. Hier kommt Durchgang 2 im Signal Iduna Park. In der Champions League vertreten werden, aber. Hätte, könnte, sollte. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Soll ich das mal einer erklären? Ich weiß nicht, woran das liegt. Delaney. Gut aufgepasst, da kommt der Anhänger. Zum Glück sind sie nicht so passsicher. Der letzte Pass war ziemlich bescheiden. Ungefähr wie der hier. Einmal direkt zum Gegner, bitte. Calderola. Da gewinnt er den Zweikampf. Pass ihn doch. Okay. Piszczek. Jetzt Piszczek. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ganz stark gemacht. Das gibt jetzt der Schuss. Jawohl, da ist die Bude. 1:0. Souverän abgeschlossen von Rafael Guerrero. Da trifft er also auch nochmal ein Ende der Saison. Da hat er nicht so viele Tore. Genau die richtige Entscheidung. Sehr überlegt gemacht.
Aber schön zu sehen. Vier Tore in der Liga. Das erste Tor. Und es hat bis in Durchgang 2 gedauert. Von dem her, ich bin glücklich. Ich habe natürlich wieder vergessen, den Ticker anzumachen. Gnabry. Weil der ja nicht standardmäßig drin ist, was total bescheuert ist. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Dass der Pass da landet, damit konnte aber keiner rechnen, oder? Da fängt er die Flanke ab. Donnarumma, da draußen ist sehr viel Platz. Der dolle Brummer. Jetzt vielleicht, Aubameyang mal. Ne, weil ich mich wieder nicht für eine Seite entscheiden kann. Leider Gottes. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ja, sollen sie doch. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen, aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Mist. Also da komme ich aber mit dem... Jetzt ganz schön den Straucheln hier. Flanke kommt, wird das eine Chance? Da ist doch keiner. Jetzt bringt er die Flanke. Da ist wieder einer. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ah, schade. Klasse, aufgepasst. Habe ich ein bisschen überschätzt, den guten Herrn Aubameyang. Na gut, das passiert nun mal. Ne? Pizarro. Passiert in den besten Familien. Das könnte die Chance werden. Ich renne da aber auch um die Verteidiger rum. Da holt er den Ball zurück. Um die Angreifer rum, ohne dass irgendwas Spannendes passiert, ne? Marco Reus. Schade. Nun Götze. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Er schießt. Und Guerrero Doppelpack mit einem wunderschönen Traumtürchener. Ein wunderschönes Traumtürchener. Habt ihr schon mal hässliche Traumtürchener? Da hat er den Doppelpack. Ich sehr gute Leistung. Bisschen glücklich. Pingpong da, aber dann. Unnachahmlich. Jetzt, wo der Druck weg ist, da knallt's. Calderola. So, 67. Minute. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Ich wüsste nicht wen. Das könnte gefährlich werden. Ja. Die Flagge kommt gut rein. Pizarro. Ja, das war fast klar. Das sieht man doch. Er kann es noch. Ich war gerade schon so gedanklich am Überlegen, wen könnte man jetzt hier noch reinbringen, so der es verdient hätte, nach dieser Saison nochmal ein Spielchen zu machen, ein paar Minütchen zu sammeln. War ich natürlich beim Verteidiger am Grübeln. Sie suchen das Loch in der Abwehr. So, Freistoß. Es gibt Freistoß. Oh cool. Habt ihr gesehen, wurde schon hingemacht. Das ist ja praktisch. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Das gibt es einfach nicht. Das wäre der Oberknaller jetzt gewesen, ja, wenn der jetzt drin gewesen wäre. So, zum Saisonabschluss nochmal ein Freistoßtörchen. Wäre der erste der Saison. Und wäre richtig Premium gewesen. Schiri, Elfmeter! Hallo, Elfmeter! So. Einwurf für. Komm, wisst ihr was? Wir wechseln jetzt mal. Wir führen 2-1. Ich finde, da kann man sich's erlauben. Dahut, genau. Dahut darf nochmal spielen für Götze. Der ist also mir im Arsch. Emre Mor darf nochmal spielen. Für Philipp. Und Romagnoli darf nochmal rein für Bartra. So. Den Rest kann ich leider nicht einwechseln. Aber wir haben nochmal so die Spieler jetzt reingebracht, die eigentlich am meisten noch gespielt haben. Dolberg, ja gut. Du hast es dir halt selber versaut. Den BVB. Sind wir mal ehrlich. Ich kann mich ja auch schön, nicht. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Der ist heute wirklich gut drauf. Der Moment, wo ich drauf zwirbeln will, kommt natürlich wieder mal so ein Milos komischer Bekovic. lila Pause-Typi da an und dann Ende. Die Gäste. Und jetzt der BVB. Warum denn die Gäste? Da hat der Torwart gar kein Problem. Souverän gehalten. Dankeschön. Der Grimaldo hat hier auch nochmal eine ganz schöne Entwicklung hingelegt. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst klasse gehalten. Ah.
und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. So, komm. Tu die Pille her. Gib die. Guerrero. Und Reus. So, wir können uns hier auf Emre Mor, der hier sehr viel Platz hat. Da kommt der Schuss. Mit dem schwachen rechten abzieht. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Einmal im Kreis rennt. Er versucht. Nochmal mit dem rechten abschließt. Gut vom Torwart. Oh, Schade. Und jetzt ist der Ball geklärt. Warum passt er nicht? Warum passt er zum falschen? Man weiß es nicht. Dahoud. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Reus. Jawoll. Das war doch mal eine richtig schöne Kombination. 3:1. Und Reus macht am Ende auch noch mal seine Bude. Das ist eine schöne Verabschiedung, die wir hier haben. Jetzt wäre es natürlich interessant, was Leverkusen macht gegen die Hertha. Vorbei. Ihr wisst ja, Leverkusen hat 1:0 geführt. Es wäre ultra geil, wenn Hertha das Ding mal drehen würde. Fairer Einsatz hier. Aber sind wir ehrlich, die Wahrscheinlichkeit da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Chance vertan, die Kugel ist weg. Na gut, das war jetzt nicht so klug. Ne? Weißt du selber, oder? Moisander. Das könnte die Chance werden. Ich kann ja schon mal so ein bisschen rein ins... Jetzt ist was jetzt noch so kommen weg. Wird. Cool, ich werde nach diesem Spiel natürlich noch die Trainingseinheit zeigen, wie immer. Und ich werde natürlich... Gut verteidigt hier. Abpfiff! Wunderbar! Wir haben das letzte Spiel 3:1 gewonnen. Jetzt heißt es nochmal Daumen drücken, was bei Leverkusen passiert ist. Das war die letzte Party. Ein wirklich ereignisreiches Jahr. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich bin eigentlich ganz ehrlich, wir hätten diesen Saisonverlauf eigentlich locker machen müssen. Aber am Ende halt doch unglücklich verloren, beziehungsweise ja, verloren. Es war eine ärgerliche Saison mit vielen Ups und Downs, immer hin und her. 3:1 am Ende gegen Bremen gewonnen, davor die Spiele, gerade die letzten Spiele waren extrem ärgerlich. Da hätten wir mindestens nochmal 2-3 Spiele gewinnen können und dann wären wir auch ganz, ganz weit vorne. Und er bringt den Ball rein. Das könnte Möglichkeit aber gab halt eine Phase, da hat es nicht funktioniert. Und dann ist es halt so. Muss man mit leben. Ich würde sagen, wir gucken uns diese Highlights nicht mehr weiter an, würde ich sagen, oder? Oh, schöne Grätsche. Hätte getroffen, wäre es gut gewesen. So, dann überspringen wir den ganzen Spaß hier mal. Wir gucken auf die anderen Plätze. Oh, 12 Schüsse, das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass das am Ende so weit kommt. Und Leverkusen hat 1:1 gespielt. Hertha hat es fast geschafft. Aber damit ist Leverkusen ein Punkt vor uns. Reicht denn also? Schade, richtig ärgerlich. Richtig, richtig ärgerlich. Hier seht ihr das. 59, ein Spieltag mehr wäre ganz geil gewesen. Ja, wir machen ganz kurz das Training. Achso, warte, wen hatten wir das letzte Mal? Wir hatten die ganzen Bobos, oder? Die ganzen hier, die Talente, sag ich mal. Genau, die Jugendspieler sind da drin. Das heißt, wir gehen immer heute auf die Offensive. Da waren Emre Mor. Da kannst du durchaus auch die Sperren machen, ja. Dann hatten wir hier Mittelfeld. Wir hatten. Dahoud machen. Ne, machen wir es nicht. Jetzt trainieren wir noch mal ein paar andere. Neves darf noch mal trainieren. Der hatte noch nicht so häufig trainiert dieses Jahr. Wer denn noch? Rode ist mir relativ wumms. Weige darf man nochmal trainieren. Den braucht man nächstes Jahr. Wir brauchen Philipp. So, den lassen wir jetzt auch nochmal trainieren. Vielleicht bringt das ja auch was im Saisonübergang. Und Dembele, der darf auch nochmal trainieren. Schwer natürlich. So, alles durch. Und dann gucken wir jetzt ganz kurz noch auf die Tabelle. Okay, Mor und Neves machen nochmal einen Sprung nach oben. Das freut mich sehr für die beiden. Das ist gut. Philipp noch nicht so ganz frisch. Wir gucken auf die Tabelle. Wie ist es ausgegangen? Wolfsburg ist Meister geworden. 64 Punkte, punktgleich mit München. Das war richtig knapp. Tordifferenz, ein einziges Torunterschied.
Ärgerlich, München. Das tut mir jetzt echt leid für euch. Das war wahrscheinlich dieses, das ist dieses eine Gegentor, das sie kassiert haben von uns am Ende. Geil. Also, schade natürlich für die. Aber, ihr seht, Schalke mit 5 Niederlagen, die wenigsten, nee, stimmt gar nicht, Leverkusen hat 4 Niederlagen am wenigsten. Dann Schalke und dann wir schon, wir haben halt verdammt viele Unentschieden da drin, verhältnismäßig. Und dann zu wenig Siege. Naja, aber ihr seht, es ist wahnsinnig knapp da oben. Es waren am Ende 5 Punkte zwischen Platz 1 und Platz 5. Also da war noch jede Menge möglich. Jede Menge. Aber so ist es nun mal. Was haben wir denn noch? Überraschung der Saison, definitiv Köln. Abgesehen von Wolfsburg, logischerweise. Schalke auf 3, das geht so nicht. So. Freiburg hat es geschafft, auf Platz 10 noch vorzurutschen. Die waren mal zwischenzeitlich ganz unten drin. Abgestiegen sind Darmstadt und Ingolstadt. Das waren meine größten Tipps wahrscheinlich auch, oder von vielen die Tipps auch in Realität. Bremen ist spielt Relegation, ich weiß gar nicht, ist das Spiel. Würde mich mal interessieren, was da los ist. Pokal, ist das schon klar? Finale, Wolfsburg gegen Hertha. Also Wolfsburg war definitiv der stärkste Team anscheinend. Ich gehe mal davon aus, die werden auch das Double dann machen. Bin ich gespannt. Wie sieht's torjägertechnisch aus? Ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Torjägerkanone gewinnt Sigurdsson mit 16 Buden. Wo steht unser bester Dortmunder Reus mit 11 auf Platz 10? Und dann haben wir Aubameyang mit 10 Toren. Auf Platz 13 sind wir die Besten. Nein, sind wir nicht. Wolfsburg hat mit Schürrle hat 13 Tore. Ah, seht ihr mal. Schürrle ist Meister geworden. Gut, dass ich ihn abgegeben habe. Kann man wenigstens sagen, wir haben danach einen Meister im nächsten Jahr vielleicht im Kader. Außer ich verkaufe ihn. Bittencourt hat 14 Buden. Stark. Ex-Dortmunder. Werder Bremen. Kruse mit zweiter Platz. Wahnsinn. Glaubt ihr auch kein Mensch. Ansonsten Gomez, ja klar, Werner, klar, dass die eigentlich mitspielen. Chicharito wundert mich ein bisschen. Seferovic wundert mich auch ein bisschen. Meier ist jetzt eigentlich auch kein Torjäger, genauso wie Risse. Ah, schon ein paar Überraschungen. Torvorlagen. Da ist wenigstens Aubameyang ganz weit vorne. Da haben wir, das ist der einzige Titel immer wahrscheinlich. Ne, Donnarumma hat auch noch am wenigsten Gegentore kassiert. Geil. Oder am meisten Spiele ohne Gegentor. Gelbe Karten sind wir nicht vertreten, oder? Ja, genauso wenig wie rote Karten, oder? Hatten wir mal ein Spiel mit roten Karten, mit einer roten? Ich kann mich nicht erinnern. Nee, sieht nicht danach aus. Süle zweimal, Wendell zweimal, sonst nur einmal. Stark. Also relativ fair dieses Jahr gewesen, offensichtlich. Rote Karten und Torjäger. Okay, dann haben wir die Statistiken soweit durch. Ich weiß nicht, was jetzt noch so ansteht, aber jetzt wird der Saisonübergang. Ich denke mal, da wird am Ende nochmal ein bisschen aufgewertet, was die Spiele angeht und so weiter und so weiter. Aber das zeige ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Das ist Quatsch. Die Ziele haben wir leider nicht ganz erreicht. Wir können sie hier nochmal kurz im Überblick hier. Na. Wir haben hier verbessert 2 Jugendakademien. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat das nicht so ganz gefunzt. Das haben wir geschafft. Markenpräsenz, das war relativ easy. Champions Cup Qualifikation haben wir nicht geschafft. Pokalviertelfinale, Ligameister haben wir auch nicht. Und das haben wir auch um 30% verfehlt. Schade, aber trotzdem, es funktioniert noch. Liebe Freunde, ich bedanke mich bei allen, die so fleißig zugeschaut haben. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen unterhalten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, genauso wie ein Abo, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Die nächste Saison wird dann wahrscheinlich im FIFA 18 gespielt. Von dem her müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann die Saison kommt. Da ja jetzt dann auch mit Formel 1 und Co. Jetzt kommt ja die große Spielezeit. Jetzt kommen ja alle Spiele raus. Hier Formel 1, dann wird jetzt relativ bald Destiny. Dann kommt ja noch Call of Duty. Dann kommt Star Wars Battlefront. Und ich, ja, Assassin's Creed bin ich so ein bisschen skeptisch, aber mal gucken. Also es jetzt hier Winter, jetzt geht's in den Herbst rein, ja, ist pickepacke voll mit Spielen, die jetzt so kommen. Also von dem her kann ich euch nicht versprechen, wann, was, wie kommt. Als ich euch noch schnell zeigen kann, Mbappé fällt jetzt noch 2 Wochen aus. Also gerade zum Saisonstart, zum nächsten würde er da sein. Von dem her hoffen wir mal, dass er dann nächstes Jahr bei uns im Team ist. Ich bedanke mich, wie gesagt. Macht's gut und may the fun be with you.
wired to God.